Ein Großteil der Events werden gerade abgesagt und deswegen haben wir uns gedacht, wir teilen einfach mal etwas, was wir jetzt in den letzten Wochen ausgiebigst getestet haben. Das, worum es geht, ist ein Streaming-Format, das wir entwickelt haben. Es funktioniert auf gar keinen Fall, einfach nur eine Kamera zu nehmen und ein Event abzufilmen. Wir haben das jetzt mit unserem neuen Projekt Streamforce One auf die Beine gestellt. Was haben wir denn vorher überhaupt gemacht? So ein Wechsel zu Office 365, der erfordert einmal das richtig große Tamtam, um irgendwie zu zeigen, es ist nicht einfach nur ein Software-Update auf die nächste Stufe. Wir haben deshalb bisher immer unsere Experience Days durchgeführt, wo je nach Größe des Unternehmens Menschen zusammengekommen sind im Eventformat. Mit Bauchbinden, mit Videoclips und wirklich durchgeplant auch in der Dramaturgie. Dann entsteht auch wirklich ein gutes Gefühl. Ich bin einfach nur in einen Raum gegangen, habe mich hingesetzt, da war eine Kamera aufgebaut, ich habe mir das Mikrofon angesteckt und es ging los. Und es lief wirklich einwandfrei und wir mussten uns wirklich keine Gedanken machen. Ich habe gemerkt, dass es digital eigentlich genauso gut funktioniert und auch richtig gut ankommen kann, weil das Feedback war mega positiv. Das Wichtigste ist erstmal die Grundhaltung, zu sagen, es ist kein Ersatz, sondern die Haltung und das Selbstbewusstsein zu sagen, wir bauen hier ein neues Format, was eben eher, ich sag mal, vergleichbar ist mit einer Fernsehsendung. Trainer, die dann Sessions halten, werden zugeschaltet, sodass es nicht einfach nur eine geteilte PowerPoint oder ein geteilter Bildschirm ist, sondern wirklich auch ein interaktives Gespräch, was wie in einem normalen Raum stattfinden kann. Der absolute technische Overkill ist nicht notwendig, sondern eher viel Planung in, wie ist der Aufbau, wie ist der Ablauf und dann die Inhalte des Formats. Dann kann das auch ein ordentlicher Tag werden.